dim 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 dim. Das ist übersteuert. Der normale Point-and-Check-Sound. Oh. Willkommen zurück. Ich habe natürlich die ganze Zeit meinen Kaffee getrunken. Ja. Nein, alles cool. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Zeit im Weltraum. Und ja. Es geht jetzt nochmal kurz weiter mit Fran Bao. Und zwar haben wir, während ihr abwesend wart, das Stückchen Papier ja in die Schreibmaschine gestellt. Richtig. Und Folgendes hat sich dabei ergeben. Wir waren kreativ. Ein bisschen untersuchen. Und zwar haben wir, einen sechsten Punkt an die Liste hinzugefügt, die uns die Mädchen gegeben haben, nämlich den Punkt H von deinem Kopf. Das heißt, wie Madeline mir erklärt hat, weil ich bin ja Fran Bao, ich raff ja gar nichts, aber wie Madeline mir erklärt hat, natürlich geben wir das dann die Mädchen und sagen, hey, uns fehlt noch eine Zutat. Und das ist das Haar von eurem Kopf. Und damit kriegen wir das Haar, was wir noch für unsere Bowle brauchen, denn den Rest haben wir schon gemischt. Wir sagen einfach, da ist alles drin, was die uns gesagt haben. Richtig. Genau, das heißt, wir warten jetzt auf die Ladies. Da sind sie auch schon. Oh. Fran? Hier sind die Dinge, die du brauchst. Hast du das Ritual gelesen? Das geht nicht. Ja, aber ich brauche mehr Zeit. Ich erinnere mich nicht an alle Worte. Nun, lern schneller. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Lass mich raten, das ist der Kopf der Jungfrau? Der Fuchs oder... Oh, es kann auch der Kopf der oder Jungfrau sein. Oder das Froschherz. Psst, ich glaube, du brauchst Hilfe, diese Tasche loszuwerden. Ich kann das tun. Ah, das bist du. Aber vielleicht brauche ich sie ja noch. Nein, tust du nicht. Vertrau mir. Wenn wir hier weg wollen, muss die Tasche verschwinden. Ich nehme sie. Du hast mich nicht gesehen. Tschüss. Der kommt eindeutig aus Berlin, der Typ. Definitiv. Okay, wieso stehst du da? Weil wir so genial synchronisieren, deswegen stehen wir. Ich glaube, die wollen einfach als Dauerschleife unsere Weltraumsynchronisation. Das glaube ich auch. Natürlich waren wir das nicht. Nein, natürlich nicht. Vorher von den Grafikern einsynchronisiert. Was wollte ich gerade machen? Weißt du es noch? Weiß ich zu es den noch? Mädels. Geil. Nein, da geht's nicht. Die sitzen ja am Tisch. Und denen geben wir jetzt ihr eigenes Rezept, das wir kreativ verändert haben. Wir warten auf dich, Fran. Ich habe schon so ein bisschen Angst vor uns selbst, ne? Hör mal zu, es fehlt was. Ich konnte euer Haar nicht in der Tasche finden. Haar, sagst du? Man braucht kein Haar. Das wissen wir. Das müsst ihr wohl vergessen haben. Ihr habt gesagt, ich müsste dem Rezept strikt folgen. Das stimmt. Wie konnten wir das nur übersehen? Na gut. Hier, jetzt bereite dich vor. Voll das hässliche Krötenhaar. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Ich musste mal in Biologie die Dicke meines Haares bestimmen. Die Dicke meines Haares bestimmen. Bitte setzt euch und schließt die Augen.
Der Ton ist weg. Eddie ist übers Kabel gestolpert. Regie, Ton ist weg bei den beiden. Sei kein Tondieb. Check mal kurz, ob... Jetzt ist wieder alles gut. Okay, jetzt ist wieder alles gut. Gibt uns noch Warte kurz, eine Minute. Geht es sofort rüber oder können wir den Zauberspruch noch sagen? Das dauert nur eine Minute. Ja, eine Minute. Danke. Okay, dann los geht's. Nee, benutzen. Benutzen und den Ischen über den Kopf schütten. So, okay. Jetzt ist dein Einsatz. Shampoo. Und jetzt sage ich die Worte. Pomponte ik erkran o ihr Berma o ibure nam ibure ik ponte ihr erkan Berma. Hof me, mondi me gof me ja, ibure ek itorus, irne mene bo mek, iburem is ne. So. Warte mal, das ist nicht der richtige Spruch. Du hast uns reingelegt. Oh. Das wollte ich schon immer machen. Oh. Wow. Jetzt sind wir bei Supernatural angekommen. Ups. Ja, sehr effektiv, würde ich mal sagen. Ja, Pikachus Attacke war sehr... Hallo, hebst du das bitte mal auf? Hallo! Okay, wir heben das in der nächsten Folge Point and Check auf. Jetzt haben wir es geschafft. Sehr schön, wir haben den Schlüssel! Wuhu! Ja, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr weiterhin Bock habt, dass wir Friend Bow spielen und dass wir die Vertonungsquatsch weitermachen, an dem wir ja schon so ein bisschen Spaß haben. Was vielleicht nicht unbedingt unbeteiligt dran war, dass wir dieses Spiel weiterspielen. Aber sagt uns gerne Bescheid, ob ihr Bock drauf habt im Reddit oder auf Twitter, in unserem Forum. Neuen Forum. Genau. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei dem Contradiction-Spiel, was... Das heißt doch Contradiction. Ja. Bei dem Contradiction-Spiel, was jetzt gleich kommt. Mit Simon? Ja. Mit Simon. Und Gunnar. Genau. Ach, die stehen da schon bereit. Okay, dann geben wir mal rüber. So, tschüss.